Herr Kikitaz, was ist denn los mit Ihnen? Sie hören sich so gequält an. Sind Sie krank? Ja, ich habe schon seit Tagen Rückenschmerzen. Ich glaube, das ist das Wetter. Oh, da hätte ich aber was für Sie. Ein Lammfell für den Wagen. Sehen Sie mal zu, ich bin nur noch kein alter Mann. Lammfellbezüge. Ja, aber ich dachte nur so. Sagen Sie mal, lieber Frau Rietz, wie weit Sie mit den Ermittlungen in dem Fall sind, die Vogt sind? Also der Ex-Freund ist raus, der hat ein Alibi, das haben wir überprüft. Was ist mit dem Fluchtfahrzeug? Der Golf wurde in der Nähe eines Waldes abgestellt und gestern Abend schon als gestohlen gemeldet. Und sind die Spuren im Wagen schon ausgewertet? Ja. Aber Herr Kekitaze, der Wagen gehört einem Autohändler und Sie können sich vorstellen, wie viele Spuren wir da drin gefunden haben. Hallo Herr Staatsanwalt, ich habe auch Neuigkeiten. Aber noch keine guten. Eine Mitbewohnerin der Toten wurde von einem Auto angefahren. Der Fahrer ist flüchtig, aber den Pkw haben wir bereits aufgefunden. Was ist denn genau mit dem Mädchen? Naja, also sie liegt im Koma, sieht nicht gut aus, wir wissen nicht, ob sie durchkommt. Ich habe sicherheitshalber zwei Kollegen von der Streife bei ihr vor die Tür gestellt. Ja, irgendwer hat es doch auf die WG abgesehen. Anja wurde überfahren? Großer Gott. Aber sie lebt doch, oder? Sie lebt, aber sie ist sehr schwer verletzt. Sie befindet sich im Moment im Katharinenhospital. Ihr Zustand ist sehr kritisch. Es darf niemand zu ihr. Frau Kaulitz, kann es sein, dass es jemand auf Sie alle drei abgesehen hat? Wie kommen Sie denn da drauf? Wie ich darauf komme? Zuerst wird Cindy erschossen. Dann wird Ihre andere Mitbewohnerin angefahren. Da stimmt doch irgendwas nicht. Zuerst hatten wir den Ex-Freund von Cindy unter Verdacht, aber er hat für die erste Tat ein Alibi und für die zweite Tat hat er kein Motiv. Und abgesehen davon wissen wir anhand der Spurenlage, dass wir es bei beiden Taten mit einem und demselben Täter zu tun haben. Ja, aber das muss doch ein Irrtum sein. Wer soll es denn auf uns beide abgesehen haben? Wollen Sie uns das sagen? Wissen Sie irgendetwas? Auch Sie sind in Gefahr. Aber ich weiß doch nichts. Überlegen Sie. Es muss jemand sein, der Sie alle drei kennt. Nein, wie gesagt, ich weiß da nichts. Und ehrlich gesagt, ich muss jetzt zu Anja, ich muss sie sehen. Nein, das geht nicht, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Und heute Nacht sollten Sie besser bei einer Freundin schlafen. Wirklich. Ja, natürlich kann ich das machen, aber das ist doch... Ja, gut, ich werde drüber nachdenken. Gut. Sollte irgendetwas sein, Sie können mich jederzeit erreichen. Was ist? Die ist aber eilig und so einen großen Koffer dabei. Alex, den hat die nie im Leben in der kurzen Zeit gepackt. Jetzt bin ich immer neugierig, komm. Eine halbe Stunde? Können Sie nicht schon in 10 Minuten hier sein? Ich muss ganz dringend zum Flughafen. Dürfen wir erfahren, mit wem Sie telefoniert haben? Das war nur falsch verbunden. Das hörte sich aber ganz anders an. Wollen Sie verreisen? Ach das... ich bringe Anja nur ein paar Sachen ins Krankenhaus. Ich habe Ihnen doch schon 2-mal gesagt, dass Sie da nicht vorbeifahren brauchen. Darf ich mal? Was soll denn das? Ich glaube, darüber sollten wir uns mal auf dem Kommissariat unterhalten. Kommen Sie. Warum wollten Sie zum Flughafen? Wovor haben Sie denn Angst? Meine Freundin und ich, wir... haben immer im Fast and Furious abgehangen. Das ist die Szene-Kneipe der Fahrer. Da werden auch die Feiern abgehalten und die Rennen werden da auch geplant. Und weiter? Vor ein paar Monaten hat da ein absoluter Außenseiter ein Rennen gewonnen. Sein Vorname war Joachim. Alle nannten ihn Joe. Wir haben mit ihm gefeiert und angestoßen. Er fand uns irgendwie ganz nett, hat uns dann auch mit zu sich in seine Wohnung genommen. Und dann, ja, was ist dann passiert? Er hat uns erzählt, dass er Stuntman ist. Wollte uns wohl irgendwie beeindrucken oder so. Hat gemeint, er zeigt uns einen Trick. Mit Feuer. Wir haben ihn mit hochprozentigem überschüttet. Anja hat auf sein Kommando hin seine Lederjacke angezündet. Auf einmal hat alles gebrannt. Was? Sein Stuhl, die Jacke und irgendwann er selbst.
Ihr habt den Mann angesteckt? Ja, er wollte es ja so. Wir dachten, er kann das alles, weil er Stuntman ist. Das Ganze ist irgendwie außer Kontrolle geraten. Und wir haben Panik gekriegt und sind abgehauen. Ohne dem Mann zu helfen? Ohne die Polizei zu rufen oder die Feuerwehr oder irgendetwas zu tun? Wie gesagt, wir waren betrunken und in Panik. Aber ich habe beim Rauslaufen noch den Umschlag mit dem Renngewinn mitgenommen. Das ist super. 5000 Euro. Ach, das Geld hast du mitgenommen, aber keine Hilfe gerufen. Ja, wie gesagt, wir dachten, er hilft sich selbst und wir waren in Panik und voll. Hattest du denn keine Angst, dass der sich rächt und sich sein Geld zurückholt? Ja, erst schon. Aber er wusste ja nicht, wo wir wohnen und bei den Rennen waren wir ja nie alleine. Als nach ein paar Wochen nichts passiert ist, da haben wir die ganze Sache halt vergessen. Wie lange ist die Sache jetzt her? Ungefähr ein Jahr. Ein Jahr. Kannst du dich noch an den Nachnamen oder die Adresse dieses Mannes erinnern? Nein. Er hat uns ja seinen Nachnamen nie gesagt. Vielleicht kennt ihn jemand aus der Kneipe. Fast and Furious. Okay, also, wir werden das natürlich alles mal überprüfen. Und zur weiteren Klärung des Sachverhaltes bleibst du erstmal hier. Guten Abend. Hallo. Wir sind von der Kriminalpolizei. Kripo? Was gibt's denn? Wir sind auf der Suche nach einem Joachim. Er wird auch John genannt. War der in letzter Zeit mal hier? Ja, der war gestern hier. Gestern, ganz sicher. Ja, den Typen vergisst man nicht so leicht. Der sah ziemlich übel aus. Hatte wohl einen Brandunfall oder so. Was wollte er? Er hat sich nach der Adresse von ein paar Ladies erkundigt. Eine davon war die junge Frau, die erschossen wurde. Haben Sie ihm die Adressen gegeben? Tja, ich habe mir dabei nichts gedacht. Er gehört ja auch irgendwie dazu. Was können Sie uns noch über den Mann sagen? Kennen Sie seinen Nachnamen oder wissen Sie, was für ein Auto er fährt? Sein Nachname ist Sauer oder Sauter. Mehr weiß ich leider nicht. Ach, warten Sie. Das ist er. Ich habe vorhin mit dem Krankenhaus telefoniert. Ihre Freundin ist außer Lebensgefahr. Sie können sie bald besuchen. Gott sei Dank. Und was wird jetzt aus mir? Aus Ihnen? Ja, Sie werden sich natürlich wegen der Sache verantworten müssen. Aber jetzt geht es erstmal um Ihre Sicherheit. Ja. Sie können unmöglich alleine nach Hause gehen. Der Täter wird mit Sicherheit wieder zuschlagen. Ja, aber was soll ich denn jetzt tun? Ja, wir haben da einen Plan. Sie könnten uns dabei helfen. Hoffentlich kommt der Typ überhaupt. Sonst müssen wir sie rund um die Uhr bewachen lassen. Ich bin mir sicher, dass er kommt. Zweimal hat er schon zugeschlagen. Und er wird ihm bestimmt nicht die Gelegenheit geben, unterzutauchen. Okay, los in die Küche. Bleiben Sie ganz ruhig. Wir sind da. Hey, Joe. Ich hab dich schon erwartet. Und? Was hast du dir für mich ausgedacht? Nachdem du Cindy erschossen und Anja überfahren hast? Hä? Aha. Du weißt also Bescheid, was? Bist doch mutiger, als ich dich in Erinnerung hatte. Joe, wir waren damals alle total betrunken. Uns alle umzubringen, das macht unseren Fehler jetzt auch nicht wieder gut. Das ist eine Genugtuung. Cindy abzuknallen, hat mir gut getan. Und Anja? Anja hat mich sogar erkannt, als er auf meiner Motorhaube gelandet ist. Aber für dich, Schätzchen, da habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Bei den anderen beiden, ja, da war ich noch gnädig. Aber du hast auch noch mein ganzes Geld genommen, anstatt mir zu helfen. So blau warst du also nicht, was? Du wirst leiden. Genauso wie ich. Das werde ich garantiert nicht tun. Runter mit dem Kanister. Okay, runter damit. Komm, ich werde dich kriegen. Ich verspreche dir, ich kriege dich.
Denn ich werde nicht ewig im Knast sitzen. Ja, aber für eine verdammt lange Zeit. Ich kriege dich. Welche Strafe erwartet die beiden Frauen wegen der Ereignisse vor einem Jahr? Gleich bei K11. Joachim Sauter wurde wegen Mordes und zweifachen versuchten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Mona Kaulitz und Anja Schneider wurden wegen fahrlässiger Brandstiftung und schwerer Körperverletzung durch Unterlassen zu Freiheitsstrafen von 3 und 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Sobald Anja Schneider wieder vollständig gesund ist, wollen sich die beiden Mädchen eine neue Wohnung suchen, um nicht ständig an die schrecklichen Ereignisse erinnert zu werden.